بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah Azza wa Jal. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gefährte Allahs ist. Ich begrüße euch herzlich mit dem islamischen Friedensgruß und sage zu euch Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin darüber sehr, sehr erfreut, Alhamdulillah, dass uns Allah hier versammelt hat, damit wir inshallah seine Religion lernen und Allah Azza wa Jal gedenken dürfen. Das ist eine Gnade von Allah Azza wa Jal. Und ich gebe euch auch die frohe Botschaft, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, indem er sagte, dass wenn sich eine Gruppe von Gläubigen versammeln, um den Koran und den Islam und die Religion Allahs zu lernen, dann wird am Ende dieser Sitzung wird Allah Azza wa Jal zu den Engeln sprechen und zu denen sagen, bezeugt, ich habe ihnen allen vergeben. Warum? Weil die an solch einer Sitzung teilgenommen haben. Und das ist eine große und schöne Ehre für jeden Muslim, dass Allah Azza wa Jal ihm seine Sünden vergibt, weil er an solch einer Sitzung teilnimmt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch im Hadith, dass uns ja bei solch einer Sitzung, dass Allah Azza wa Jal extra Engel schickt, die sich um diese Gläubigen versammeln und die Barmherzigkeit von Allah und der Segen wird auf sie herabkommen von Allah Azza wa Jal. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schöne, frohe Botschaft vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah habe ich mir überlegt, dass ich einfach in kurzen Worten inshallah für euch ein paar Frauengeschichten erzähle, inshallah. Warum? Weil Allah Azza wa Jal hat uns im Koran sehr, sehr viele Geschichten erzählt, damit wir von diesen Geschichten Beispiele nehmen und versuchen, sie selber zu praktizieren. Denn das ist der Grund dafür. Allah Azza wa Jal hat den nicht im Koran herabgesandt und im ganzen Koran so viele Geschichten uns erzählt, damit wir einfach was zum Lesen haben. Sondern er hat das gemacht, damit wir darüber uns informieren, lernen und versuchen, inshallah, selber Nutzen davon zu ziehen und das versuchen, in die Tat umzusetzen. Beziehungsweise, wenn das die Geschichten sind oder waren von Gruppen oder Menschen, die Schlechtes getan haben, damit wir uns davon distanzieren und versuchen, diese Sünden oder diese schlimmen Taten, die sie begangen haben, zu unterlassen. Und so hat es Allah Azza wa Jal auch gesagt. Und diese Geschichten, wie Allah sagt, die sind für wen? Für Ulil Albab. Ja? لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ sagt Allah Azza wa Jal im Koran. Damit diejenigen, die einen Verstand haben, nachdenken. Weil Allah Azza wa Jal hat so viele Völker vor uns geschickt, so viele Völker, so viele Menschen vor uns geschickt, so viele Propheten haben die bekommen. Wofür? Damit, und warum hat uns das Allah Azza wa Jal erzählt? Er hat uns erzählt, wenn die A oder B oder C gemacht haben, an schlechten Taten, dann hat sie Allah vernichtet und Allah hat ihnen diese oder jene Strafe versprochen. Und wenn bestimmte Gruppierungen oder Menschen oder Generationen in verschiedenen Epochen Gutes getan haben und den Propheten gefolgt sind, hat Allah sie geehrt im Diesseits und auch im Jenseits ihnen das Paradies versprochen. Inshallah fangen wir an mit den schönsten Beispielen für die Frauen. Und zwar sind das natürlich die Beispiele der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als erstes Aisha radiallahu anha, die Geliebte vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat die so sehr geliebt und sie hat dem Islam so sehr genützt, subhanallah. Sie hat so viel Wissen gehabt, sie ist die größte Gelehrte im Islam. Und wenn man danach gehen würde, nach den Rechtsschulen, wallahi, sie hätte genauso eine Rechtsschule gehabt, wenn man danach geht, genau wie die anderen Gelehrten, Imam Abu Hanifa und Imam Ahmed, eine Rechtsschule, weil sie hat so viel Wissen und so viele Hadith uns überliefert. Und die Sahaba, die großen Sahaba, sind immer zu ihr gegangen und haben von ihr Fatwa geholt und haben sie gefragt. Schaut, was für eine Stellung die Frau haben kann im Islam. Schaut, wie sehr, die haben nicht einfach gesagt, ja, okay, ich bin sowieso die Frau des Propheten, ich habe einen Joker, ich komme ins Paradies ganz einfach. Nein, sie haben gearbeitet, sie haben geschuftet dafür, dass sie ins Paradies kommen. Als sie immer betete und Qasim, der wollte, wenn er aus dem Haus rausgehen wollte, wollte er sie immer begrüßen. Und er kam vorbei eines Tages und wollte sie begrüßen, bevor er das Haus verlässt. Und er fand sie im Gebet vor. Ja, sie hat gebetet mit einer leicht erhobenen Stimme. Und sie betete und las
Das ist eine Ayah im Koran vor, in der Allah Azza wa Jal sagt: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ. Und sie las eine Ayah vor im Koran. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Allah hat uns seine Gunst erwiesen und er hat uns vor dem Höllenfeuer bewahrt. Yani am Tag der Auferstehung, dass bestimmte Menschen genau das sagen werden. Die werden Allah loben und lobpreisen und sie werden sagen, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Allah hat uns seine Gunst erwiesen, Allah hat uns begnadigt, Allah hat uns sich erbarmt und hat uns vor dem Höllenfeuer, weil sie das Höllenfeuer schon gesehen haben, hat uns bewahrt vor diesem Höllenfeuer. Und was machte sie? Sie las diese Ayah und weinte. Sie las diese Ayah nochmal und weinte. Und er stand die ganze Zeit da und wartete, bis sie ja nicht fertig wird, aber es dauerte zu lange. Sie wiederholte immer wieder diese Ayah. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Und die weinte und die wiederholte sie und weinte. Und dann hat er gesagt, das dauert mir zu lange, und dann ist er rausgegangen und hat seine Sachen erledigt und ist zum Markt gegangen. Und als er wiederkam, was hat er vorgefunden? Sie war immer noch am Beten. Sie war noch immer noch am Beten und immer noch die gleiche Ayah am Rezitieren und am Weinen. Und wer war das? Das war die Frau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als sie einmal krank wurde, kurz bevor sie starb, lag sie auf dem Sterbebett. Da kam zu ihr Ibn al-Abbas radiallahu anhu. Ibn al-Abbas radiallahu anhu ist der Cousin vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er ist der größte Gelehrte im Koran. Der größte Gelehrte im Koran, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für ihn extra Dua gemacht, damit er den Koran versteht. Und er kam zu ihr, als sie im Sterbebett lag, und er hatte sie an ihre guten Taten erinnert. Und hat sie daran erinnert, dass sie die Geliebte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass sie so viel Wissen weitergegeben hat, dass sie dem Islam so sehr genützt hat. Und hat sie gelobt, weil wenn einer im Sterbebett liegt, dann muss man ihm immer seine guten Taten auferzählen, damit er gut über Allah denkt. In diesem Augenblick soll er gut über Allah denken, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich bin so zu jemandem, so wie er über mich denkt. Deswegen soll man besonders, wenn man kurz vor dem Tod ist, soll man gut über Allah denken. Allah wird mir vergeben, Allah ist barmherzig. Ja, soll man davon mehr solche Gedanken haben. Und erinnerte sie an ihre guten Taten, was sie alles geleistet hatte für den Islam. Und sie sagte zu ihm, sie sagte zu Ibn Abbas radiallahu anhuma, O Ibn al-Abbas, hör auf damit. O Ibn al-Abbas, hör auf damit. Ich wünschte, ich wäre vergessen. Ich wünschte, ich hätte niemals gelebt. Sie hat so viel Ibadah gemacht, so viel Allah Azza wa Jalla angebetet, den Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam unterstützt und den Islam genützt, und trotzdem hatte sie immer Angst. Sie hatte Angst, zu Allah zurückzukehren und vielleicht bestraft zu werden. Wie Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ. So wie Allah Azza wa Jalla sagt im Koran über die Gläubigen, über die Gottesfürchtigen, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ. Allah sagt über die Gläubigen, über die Gottesfürchtigen, dass ihre Herzen beben und sich fürchten vor der Begegnung mit Allah. Sie fürchten sich mit der Begegnung von Allah Azza wa Jalla. Und so war das auch bei ihr, bei Aisha radiallahu anha. Eine andere Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat sie gemacht? Sie hatte die ganze Nacht gebetet. Und dann hat sie extra in der Moschee vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie hatte extra ein Seil
an die Wand gefesselt und wenn sie nicht mehr konnte, die hat die ganze Nacht gebetet und wenn sie nicht mehr konnte, hat sie sich selber gefesselt, damit die noch stehen kann und Allah anzubeten. Und als der Prophet das sah und fragte von wem, was ist dieser Seil hier, was soll das? Dann hat man ihm gesagt, dass deine Frau sich daran fesselt, wenn sie nicht mehr kann, damit die noch weiter betet. Dann hat er gesagt, nein, nimm das ab. Allah hat von uns nicht so viel verlangt. Jeder soll so viel beten, so wie er kann. Aber schaut euch an, die Frauen des Propheten, wie sehr sie sich angestrengt haben für den Islam, für ihr Paradies. Die haben nicht gedacht, ja, khalas, Allah ist barmherzig. Die wussten auch, dass Allah barmherzig ist. Aber die haben auch gewusst, dass Allah hart im Bestrafen ist. Deswegen haben sie darauf gearbeitet. Die haben ihre Zeit, ihr Leben, ihr Geld, alles geopfert. Schaut euch Khadija radiallahu anha an. Khadija, die Frau, die der Prophet am meisten geliebt hat. Die dem Propheten und dem Islam am meisten genützt hat. Was hat sie für schöne frohe Botschaften von Allah bekommen? Einmal Allah Azza wa Jal, der Allerhabene, der Allmächtige, der schickt Jibril runter, extra zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, um ihm was zu sagen. Er sagt zu ihm, Allah hat mich geschickt, damit ich ihr sagen soll, Allah bestellt Khadija schöne Grüße. Allahu Akbar. Guckt euch diese... Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr lebt und hier auf dieser Erde seid und Allah Azza wa Jal schickt jemand einen Engel, den größten und schönsten und besten Engel runter, damit er dir schöne Grüße bestellt von Allah Azza wa Jal. Aber warum hat er das gemacht? Warum hat sie diese Ehre bekommen? Nicht nur, weil sie die Frau des Propheten war, aber ihre Taten. Sie war eine reiche Frau, sie war eine Tajira, eine Händlerin, die hat gehandelt. Sie hatte sehr, sehr viel Geld, Khadija radiallahu anha. Die hat ihr ganzes Geld geopfert für Muhammad s.a.w. und für die Da'wa und für den Koran, dass er zu uns kommt, damit wir jetzt hier vor uns Koran und Sunnah haben, damit wir jetzt wissen, wie komme ich ins Paradies, damit wir jetzt wissen, was mag Allah und was verabscheut Allah. Sie haben ihr ganzes Geld und ihr Vermögen und ihre Zeit und ihr Leben gegeben, damit diese Da'wa zu uns kommt. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal die so geehrt, weil die was gemacht haben für den Islam, für Allah Azza wa Jal. Und das natürlich geht zu ihnen zurück und deswegen hat Allah sie so geehrt. Ein anderes Mal kam Jibril alayhi salam zu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam und hat ihm gesagt, Allah hat für deine Frau Khadija radiallahu anha einen Palast im Paradies gebaut. Einen sehr, sehr großen Palast. Und dieser Palast, ein Stein davon ist aus Gold und ein Stein davon ist aus Silber. Ihr ganzer Palast ist so gebaut. Extra für Khadija radiallahu anha. Schaut auf Ar-Rumaysa Salim radiallahu anha. Da kam zu ihr ein Mann, der hieß Abu Talha. Und er wollte sie heiraten. Aber zu dem Zeitpunkt war er noch Käfer. Und dann hat sie zu ihm gesagt, ich würde dich normalerweise heiraten, aber ich bin eine Muslima und du bist ein Ungläubiger, ich darf dich nicht heiraten. Obwohl man ein Mann, der so ist wie du, so einen Charakter hat und so ein angesehener Mann so wie du, den darf man eigentlich nicht abweisen. Aber weil du ein Käfer bist, darf dich nicht heiraten. Da hat sie ihm gesagt, aber wenn du möchtest, dann ist es meine Brautgabe, dass du einfach den Islam annimmst. Wenn du den Islam annimmst, so ist es meine Brautgabe und ich heirate dich. Dann hat sie ihn geheiratet und hat er den Islam angenommen und sie hat ihn geheiratet. Was ist dann passiert? Sie hatten einen kleinen Sohn und einmal war er auf einer Reise, Abu Talha, der Vater. Und als er wiederkam, also bevor er wiederkam, ist der Sohn verstorben. Er ist krank geworden und der Sohn ist verstorben. Guckt euch die Geduld an von dieser Frau. Jede Frau weiß das, die liebt ihre Kinder mehr, als sie sich selbst liebt. Aber zu dem Zeitpunkt, ihre Geduld und ihre Zufriedenheit mit dem Schicksal von Allah Azza wa Jal war größer. Und die Liebe zu Allah war größer als dieses. Da hat sie die Geduld gehabt und hat ihren Sohn selber gewaschen und hat ihn in sein Bett gelegt. Und dann kam Abu Talha rein, abends. Er kam von der Reise zurück und er kam rein. Sie hat ihm davon nichts erzählt. Er sagte, wie geht's meinem Sohn? Sie sagte zu ihm, er liegt ruhig. Ja, sie hat nicht gelogen, er liegt ruhig. Und dann hat sie sich für ihren Mann schön gemacht. Ja, heute leider die Frauen, die machen sich schön, nicht für ihren Mann, sondern für die Straße, für die Blicke der Männer, subhanallah.
Deswegen sollen die Frauen Allah fürchten, weil die haben den Sinn von Hijab nicht erkannt. Manche Frauen machen Hijab und versuchen sich schön zu machen. Eine schöne Farbe und schön zu schminken und so. Das ist nicht der Sinn von Hijab, subhanallah. Der Sinn von Hijab ist, dass du deine Schönheit draußen von den Blicken der Männer, von den Blicken der gierigen Männer, ja, schützt. Und diese Schönheit für deinen Mann hast und nicht für die anderen. Genauso andersrum auch der Mann, dass er sich auch schön macht für seine Frau. Warum? Weil so existiert auch eine gesegnete Familie. Eine gesegnete Familie ist nicht, wenn die Frau rausgeht, ich wäre damit gar nicht zufrieden und ich kann so eine Frau nicht lieben. Die geht raus und macht sich schön und parfümiert sich und verschiedene Farben und dies, das, damit die Männer sie alle anglotzen und anmachen. Ja, dann liebst du die Männer draußen oder liebst du mich als Ehemann? Ja, das geht nicht. Und deswegen, das ist nicht der Sinn von Hijab. Man muss den Sinn von Hijab verstehen. Der Sinn von Hijab ist, dass man sich beschützt und dass man diese Schönheit nicht für die Männer macht, sondern nur für den Ehemann. Und so funktioniert auch eine gesegnete, gute Familie. Und alles andere, das führt alles zu Scheidungen und vielen Problemen. So machte sie sich schön für ihren Mann und parfümierte sich. Und sie hatten in dieser Nacht Beischlaf gehabt. Und dann haben die geschlafen. Und morgens, als sie aufgestanden sind, hat sie es ihrem Mann gesagt. Dein Sohn ist verstorben, gestern. Und dann hat sie ihm das gesagt und er ist sauer geworden. Er ist zum Propheten gegangen und hat zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, meine Frau hat so und so gemacht. Da hat der Prophet zu ihm gesagt, habt ihr gestern Beischlaf gehabt? Habt ihr gestern etwas zusammen gehabt, du und deine Frau in der Nacht? Dann hat er gesagt, ja. Dann hat der Prophet einen Dua gemacht, hat gesagt, O Allah, segne diese Nacht. Segne diese Nacht, die sie zusammen hatten. Und in dieser Nacht ist sie wieder schwanger geworden, subhanallah. Warum? Weil sie Allah gefürchtet hatte und sie hatte Geduld und war zufrieden mit dem Schicksal, den Allah für sie geschrieben hat. Schaut auf Umm Ammar radiallahu anha, Sumayya, die erste Shahida im Islam. Schaut euch diese Vorbilder an und nehmt euch die als Vorbilder, liebe Schwestern. Schaut euch Sumayya an, ganz am Anfang des Islams, der Prophet war ganz alleine. Und dann ein paar wenige Menschen haben an ihn geglaubt und haben an die Botschaft geglaubt und an den Koran geglaubt. Ganz wenige, die konntest du an zwei oder drei Händen abzählen. Aber sie waren gläubig, subhanallah, obwohl die hatten nicht den ganzen Koran. Die hatten gerade mal ein paar kleine Verse, aber ihr Iman war so stark im Herzen. Was haben die gemacht? Was haben die Kuffar damals mit denen gemacht? So wie heute und überall in jeder Zeit und zu jeder Epoche und bei jedem Propheten. Als die Menschen gläubig geworden sind und an den Propheten glaubten, kamen direkt die Ungläubigen und kamen direkt die ungerechten Menschen und haben sie bestraft. Sie haben Sumayya genommen, Sumayya und ihr Mann, Abu Ammar und Ammar, die ganze Familie, Ala Yasir, die haben die genommen und gefoltert. Abu Jahl, La'anatullahi alayhi, er hat die genommen und die haben die gefoltert. Die haben die gefoltert und geschlagen und die haben Abu Jahl. Abu Jahl, la'anatullahi alayhi, er hat Sumayya radiallahu anha, die Gefährtin vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat sie ins Gesicht geschlagen und er hat sie geschliffen. Er hat sie geschliffen auf dem Boden in den Straßen von Mekka. Und sie sollte die Religion beleidigen oder von der Religion zurückkehren, aber sie hat das nicht gemacht. Sie hat ausgehalten für Allah Azza wa Jal. Sie war geduldig, bis er kam und sagte zu ihr, beleidige Muhammad, beleidige die Religion von Muhammad. Und sie wollte das nicht machen. Und er hat sie geschlagen und ihren Mann geschlagen und ihren Sohn geschlagen und gefoltert. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die war noch schwach. Das waren die Führer von Mekka und die waren nur ein paar kleine Personen, die haben keine Waffen gehabt. Die haben sie geschlagen und gefoltert. Und der Prophet sieht das mit seinen Augen, dass seine Gefährten geschlagen werden. Er sagte zu ihnen, Sabran ala Yasir, er sieht es mit seinen eigenen Augen, wie seine Gefährten gefoltert wurden, nur weil sie La ilaha illallah sagen. Und dann hat er zu ihnen gesagt, Sabran ala Yasir, fa inna maw'idukumul Jannah. O ala Yasir, o die Familie von Yasir, habt Geduld, denn eure Bleibe wird das Paradies für die Ewigkeit sein. Habt Geduld, weil Allah ist mit euch zufrieden. Habt Geduld, denn ihr werdet vom Höllenfeuer bewahrt.
Und dann kam Abu Jahl, la'anatullahi alayhi, möge Allah ihm seine Strafe, also die rechte Strafe geben für das, was er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Sahaba angetan hat. Er kam und hat ein Speer genommen und hat es in ihre Genitalien sie getötet, mit in ihre Genitalien reingeworfen und sie getötet. Und sie war die erste Shahida im Islam und ihr kennt die Stufe von Shuhada im Islam, wie sehr Allah sie bewahrt und wie sehr sie Allah ehren wird. Am Tag der Auferstehung und im Grab werden sie keine Strafe bekommen. Und am Tag der Auferstehung werden sie die Kleidung der Ehre und der Würde und die Krone tragen. Und sie werden keine Strafe am Tag der Auferstehung bekommen. Und sie werden die höchste Stufe im Paradies bekommen. Und auch Sumayya radiallahu anha. Schaut auf Julaybib. Julaybib war ein Sahabi. Julaybib war ein Sahabi, ein Gefährte vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er hatte eine komische Gestalt im Gesicht. Er sah ja nicht komisch aus. Ja? Und es war ein Gefährte, ein Sahabi, ein Gefährte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm einmal: Bist du noch nicht verheiratet, O Julaybib? Er sagte zu ihm: Nein, ja, O Gesandter Allahs. Dann sagte er zu ihm: Er sagte, O Gesandter Allahs, ich habe kein Geld und ich kann nicht heiraten. Und der Prophet sagte zu ihm: Geh zu der Familie so und so, er hat den Namen genannt, geh zu ihnen und sage ihnen, dass ich dich geschickt habe und dass du die Tochter heiratest. So ist er hingegangen und hat an deren Haustür geklopft, bei dieser Familie. Und hat ihnen gesagt: Der Prophet hat mich geschickt, ja, nach der Heirat zu fragen. Und die Eltern, die die Tür aufgemacht haben, die Eltern von diesem Mädchen, die haben sich gefreut, aber die haben gedacht, dass der Prophet die Tochter heiraten will. Dann hat er gesagt: Nein, der Prophet hat mich geschickt, damit ihr eure Tochter mir gibt, damit ich sie heirate. Und die Eltern, die waren natürlich Gläubige, aber sie sahen, der sah ganz komisch aus und er war arm. Und die sagten: Hat der Prophet keinen anderen gefunden, der unsere Tochter heiratet? Warum nicht Abu Bakr, warum nicht Umar? Und die Tochter, die gottesfürchtige Tochter, was hat sie? Die hat das im Hintergrund gehört, dass die Eltern ihn abweisen wollen. Und sie rief ihre Eltern und sagte zu ihnen: Subhanallah, was macht ihr da? Wollt ihr etwa das, was der Prophet entschieden hat, oder das, was der Prophet gesagt hat, abweisen? Und Allah sagt im Koran: Wenn Allah und der Prophet etwas entschieden haben, dann habt ihr keine Wahl da drinnen. Wenn Allah und der Prophet etwas entschieden haben, dann hat der Muslim keine Wahl. Dann darf er nicht sagen: Ja, ich will oder ich will nicht. Der Prophet, der befiehlt das, was Allah befiehlt. Der Prophet redet nicht was von seinen Gelüstern, er redet das, was Allah ihm angegeben hat. Und sie sagte: Ich werde diesen Mann heiraten und keinen anderen. Ich muss ihn heiraten, weil der Prophet hat ihn geschickt. Und ich würde niemals einen armen Mann abweisen, egal was mit ihm ist, egal wie der aussieht, egal wie arm der ist, wenn der Prophet zu mir geschickt hat. Und dann hat sie ihn geheiratet. Und in der Schlacht von Uhud ist er als Märtyrer gefallen, als Shahid gefallen. Und der Prophet, als die Schlacht vorbei war, er fragte seine Gefährten: Vermisst ihr irgendeinen? Sie sagten: Wir vermissen den und den, aber wir haben den gefunden. Vermisst ihr noch jemanden? Nein, wir vermissen keinen mehr. Und da fragte sie mehrmals. Ja, und dieser Julaybib war ein armer Mensch, keiner kümmerte sich um ihn, keiner kannte ihn. Der Prophet sagte: Ich vermisse aber jemanden. Ich vermisse Julaybib. Er sagte: Ich vermisse Julaybib. Und dann haben die ihn gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Und der Prophet sagte: Schau, diese sieben Menschen, diese sieben Kuffar hat er getötet, bis sie ihn getötet haben. Und der Prophet hat dann gesagt, dieser Julaybib, er gehört zu mir und ich gehöre zu ihm. Er ist von mir und ich bin von ihm. Subhanallah. Schaut, was er diese Frau geehrt hat. Warum? Weil sie den Befehl vom Prophet nicht abgewiesen hat, wegen ihren Gelüstern. Natürlich, sie möchte lieber einen reichen Mann, sie möchte lieber einen schönen Mann, wie heute alle sich wünschen. Aber sie musste von ihr Iman war so stark, sie wollte unbedingt dem Propheten gehorchen und Allah gehorchen, egal was kommt. Und dann hat sie danach die Früchte geerntet. Er ist Shahid geworden, wo in Uhud, die größten und besten Shuhada vom Islam, bei der schönsten Schlacht im Islam, Subhanallah, nach der Schlacht von Badr. Und am Tag der Auferstehung wird Julaybib als Rechtsanwalt und als Schafir Fürsprache für seine Frau halten. Schaut auf Al-Khansa radiallahu anha.
Sie hatte vier Söhne, eine Gefährtin vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie hatte vier Söhne und ihr wisst alle, ihr seid ja selber Schwestern und viele von euch haben vielleicht selbst Kinder. Ihr wisst sehr, wie man seine Kinder liebt. Aber sie, diese Frau, die hatte vier Söhne und sie liebte sie über alles. Sie sagte zu ihnen, wisst, dass das ewige Leben bei Allah schöner ist als das vergängliche Leben hier auf dieser Erde. Und hat zu ihnen gesagt, geht und kämpft mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geht und kämpft mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer, welche Frau erzieht heutzutage ihre Kinder so, dass sie sagt, werde ein Gelehrter, werde ein Imam, werde ein Gelehrter wie Imam Abu Hanifa oder wie Imam Malik, werde ein Gelehrter wie Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wer erzieht ja seine Kinder so? Wer erzieht seine Kinder so wie Al-Khansa radiallahu anha, dass sie sagt, kämpft auf dem Weg Allahs? Und sie gingen zu der Schlacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alle vier Söhne sind bei dieser Schlacht gefallen. Alle vier Söhne sind Märtyrer und Shuhada geworden. Und als man ihr das sagte, dass alle ihre vier Söhne Shuhada verstorben sind oder alle vier als Shuhada zu Allah gegangen sind, sagte sie als erstes, sie sagte, Lob sei Allah, Alhamdulillah. Sie sagte, Lob sei Allah, Alhamdulillah, dass Allah mich geehrt hat, dass er meine Söhne zu sich als Shuhada genommen hat, als Märtyrer genommen hat. Und dann hat sie Dua gemacht, möge Allah mich mit ihnen im Paradies wieder vereinen. Und bei der Schlacht auch von Uhud, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, da war eine Frau, eine Sahabiyya, eine Gefährtin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bei dieser Schlacht wurde ihr Mann getötet, ihr Sohn getötet, ihr Mann, ihr Sohn, ihr Ehemann und ihr Bruder. Subhanallah. Vier von ihren nächsten Verwandten wurden getötet an einem Tag. Und als man ihr das sagte, was hat sie gesagt? Hat sie geflucht? Hat sie sich geschlagen? Oder so wie die Frauen heute machen, und iyadu billah, und das ist haram. Hat sie das gemacht oder hat sie geflucht? Nein. Sie hat gefragt, wie geht es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Was mit dem Propheten? War an erster Stelle war die Frage, was mit dem Propheten passiert ist, nicht was mit ihrem Mann, mit ihrem Sohn oder mit ihrem Bruder oder Vater passiert ist. Warum? Weil die Liebe zum Propheten war größer als die Liebe zum eigenen Sohn, die Liebe zum Vater, die Liebe zum Bruder. Nicht so wie bei uns. Wir lieben alles andere mehr als den Propheten, subhanallah. Sie sagte, wie geht es dem Propheten? Ist dem Propheten etwas zugestoßen? Eine andere sehr, sehr gottesfürchtige Frau von den Frauen, von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war zur Zeit von Umar radiallahu anhu, als der Prophet gestorben ist und Abu Bakr die Khalifa genommen hat und nach zwei Jahren verstarb, hat Umar radiallahu anhu die Khalifa angenommen und wurde Khalifa der Muslime, der Führer der Muslime. Zu seiner Zeit gab es eine Frau, die haben nachts Buttermilch geschüttelt oder Buttermilch, die haben auf jeden Fall entweder Butter gemacht oder mit Buttermilch irgendwas mit der Milch gemacht. Und dann sagte die Mutter, zu ihrer Tochter, komm, lass uns Wasser dazu gießen. Lass uns die Buttermilch mit dem Wasser vermischen, damit wir mehr haben. Und dann sagte die gottesfürchtige Tochter, die sagte zu ihrer eigenen Mutter, oh Mutter, fürchte Allah. Fürchte Allah, hast du nicht gehört, dass Umar radiallahu anhu, der Khalifa der Muslime, der Gefährte des Propheten, hat das verboten, dass wir Buttermilch oder die Milch mit Wasser vermischen. Dann hat die Mutter, die zu dieser Zeit unachtsam war, die war nicht richtig bei ihren Gedanken, ihr Iman war nicht so stark, sie sagte zu ihrer Tochter, oh meine Tochter, Umar radiallahu anhu kann uns nicht hören und kann uns nicht sehen. Was hat die Tochter, diese Tochter, die gottesfürchtig war, die Allah geliebt hat, was hat sie gesagt? Sie sagte zu ihrer Mutter, oh Mutter, wenn uns Umar nicht sehen und nicht hören kann, so hört uns der Herr von Umar. Allah Azza wa Jal kann uns hören und sehen. Deswegen dürfen wir das nicht machen. Schaut euch die Gottesfurcht an von diesen Frauen. Deswegen, inshallah, nehmt euch Beispiele, hört euch Geschichten an von Sahabiyat, von den Frauen des Propheten sallam, von Maryam alayha salam, von Maryam radiallahu anha, von den Frauen des Propheten sallam, von den Gefährtinnen vom Propheten sallam und von Asiya radiallahu anha wa rahmatullahi alayha. Asiya, die Frau von Pharaon, obwohl sie so ein Leben hatte, hat sie sich lieber das Leben bei Allah
gewünscht und nicht das Leben bei Pharaon. Ja, obwohl sie Paläste hatte und die reichste war und die angesehenste Frau, sie wollte dieses Leben nicht. Und sie sagte zu Allah, oh Allah, ich möchte lieber einen Palast bei dir im Paradies haben. Deswegen nehmt euch ein Beispiel an diesen Frauen, liebe Geschwister. Liebe Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an diesen Frauen. Lest die Geschichten der Frauen des Propheten, lest das Leben und die Taten von den Gefährten des Propheten, ja, und nehmt euch Beispiele ran, wie sehr sie Allah gefürchtet haben, wie sie ihre Kinder erzogen haben. Manche von ihnen haben ihre Kinder erzogen und von klein auf, sie haben die erzogen von klein auf, sie wollen unbedingt, dass dieser Sohn ein Gelehrter wird des Islam. Denn Islam nützt nicht, dass er reich wird, dass er ein schönes Auto hat, dass er die schönste Frau bekommt. Diese Sachen darf man. Man darf ein schönes Auto haben und Geld haben. Aber das war nicht ihre größte Sorge. Ihre größte Sorge war der Islam. Und den Islam auch, yani auch etwas für den Islam zu tun. Und viele Frauen, die denken, ja, das sind die Sachen der Männer. Wallahi, es ist nicht so, liebe Geschwister. Liebe Schwestern, wallahi, es gibt so viele Frauen, die so viel Gutes tun. Yani ich kenne eine Frau hier in Bonn, subhanallah, die hat 11 Schwestern. Oder 11 Geschwister. Davon sind 10 Schwestern. Sie hat 10 Schwestern. Und sie hatte damals einen Imam hier aus Bonn geheiratet. Und sie und ihre Familie, die waren gar nicht, sie und ihre 10 Schwestern waren gar nicht gläubig. Ja, die waren Muslime, aber ganz normal, vielleicht noch nicht mal Kopftuch getragen. Alhamdulillah, sie hat, weil sie dann den Imam geheiratet hat und selber rechtschaffen geworden. Und wir glauben, dass sie rechtschaffen ist und Allah kennt sie am besten. Sie ist dann rechtschaffen geworden und hat Da'wah gemacht und hat ihre Familie zum Islam eingeladen, bis alle 10 Schwestern den Weg von Allah eingeschlagen haben und sich bekleidet haben, wie Allah es von ihnen verlangt und den Koran lernten. Und sie hat ihre Kinder jetzt, viele von ihren Kindern, sie hat selbst, Alhamdulillah, 12 Kinder, fast alle von diesen 12 Kindern können den Koran auswendig, liebe Geschwister. Das ist eine Frau, was hat die noch gemacht? Die hat Schwestern versammelt, ältere Schwestern, ältere Frauen, hat sie versammelt, die Analphabeten sind. Marokkanische Schwestern, die aus Marokko gekommen sind, in einem hohen Alter, 50, 60, 70, die können nicht lesen und nicht schreiben, weder Arabisch noch Deutsch. Sie hat ihnen Buchstabe für Buchstabe beigebracht, jede Woche, bis jetzt noch, von so vielen Jahren, bis sie jetzt lesen und schreiben können. Und die haben Allahu alam Surat al-Baqarah schon auswendig gelernt. Und was vor einiger Zeit, sie konnten gar nichts. Und was hat sie noch gemacht? Die gibt Kinderunterricht, Koranunterricht für Kinder in der Moschee. Ja, wie war sie früher? Sie konnte selber nichts. Aber das ist nur ein Beispiel. Nehmt euch ein Beispiel an diesen Schwestern. In Ägypten, wo ich in der Nähe, wo ich auch öfters bin, in Kairo, da gibt es eine Schule, hat vor kurzem aufgemacht. Da lernen die Schwestern, viele Schwestern, die kommen dahin, die lernen in 7 Monaten den ganzen Koran auswendig, subhanallah. In 7 Monaten. Es gibt viele, sehr, sehr viele Schwestern, die Gutes tun. Sehr, sehr viele Schwestern, die lernen und dann ihr Wissen weitergeben. Es muss nicht unbedingt ein Mann sein, der das macht. Auch Schwestern können Bücher übersetzen von Deutsch auf Türkisch, von Türkisch auf Deutsch, von Arabisch ins Englische, von Arabisch ins Deutsche. Man kann ja nicht selber lernen und selber übersetzen, selber den Islam nützen und nicht immer sagen, ja, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit. Nimm dir eine Stunde, nimm dir eine kleine Zeit und Allah wird dir in dieser Zeit und in dieser Stunde, die du einmal die Woche, einmal am Tag gibst, wird dir Segen geben, wird dir Baraka geben und inshallah wirst du nach einer Zeit ein Buch yani übersetzen, einen Nutzen für die Muslime bringen, inshallah. Möge Allah euch alle beschützen. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu alaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.